Hallo, ich bin der Christian Freisleben und ich möchte gern was zum Thema meiner persönlichen Lernumgebung einbringen als Impuls. Mein wichtigstes Instrument ist momentan zum Lernen Scoobit. Das ist ein Instrument, mit dem ich Links, die ich spannend finde, auf die ich komme, in eine sinnvolle Ordnung zu bringen und sie gleichzeitig anderen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ich hier auf mein Thema gehe, was ich angelegt habe, E-Learning Trends, dann sind hier Links zu finden, die ich gesammelt habe auf dem Weg, zum Beispiel hier eben zum Thema PLE. Und das Interessante ist, dass es eben sowohl eine kurze Überschrift ist, ein Bild ist und ich kann es auch noch beschreiben und mit Tags oder mit Anmerkungen ergänzen. Das finde ich insofern auch hilfreich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eben zum Thema PLE was sammle, dass ich das alles übersichtlich für mich dann auch nachher wiederfinde und eben spannenderweise auch gleichzeitig das über Twitter oder Facebook und LinkedIn verbreiten kann. Womit wir eh schon bei meinen Stichworten sind, nämlich ein ganz ein wichtiges Instrument ist für mich Twitter, ganz schnelle, unmittelbare Kommunikation mit anderen spannenden Menschen. Oder auch Google Plus, wobei ich persönlich Google Plus jetzt nicht so intensiv nutze, wie jetzt zum Beispiel Twitter oder Facebook. Und gleichzeitig ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich an das UniTV Netzwerk, in dem ich drinnen bin, denke, ist es eines der Hauptinstrumente, über das ich Informationen bekomme und auch verteile, beziehungsweise in Communities mit drinnen bin, um jetzt bestimmten Themen einen Überblick zu verschaffen. Das nächste wichtige Element meiner persönlichen Lernumgebung ist Facebook. Ich sehe das überhaupt nicht als ein Medium, wo es nur darum geht, irgendwelche tollen Katzenbilder zu veröffentlichen, sondern ich habe hier ausgesucht eine Gruppe, der Applied Improvisation Network, was wirklich ein ganz ein tolles Beispiel ist, wenn jemand hier wie die Leslie Adams eine Frage stellt, dann antworten sehr unmittelbar Menschen aus diesem internationalen Netzwerk, bringen ihre Ideen, ihre Übungen, ihre Methoden, ihre Lerninhalte ein. Das ist was, was ein sehr schönes Beispiel ist, wie Facebook auch funktionieren kann. Das Applied Improvisation Network ist übrigens auch auf LinkedIn zu finden, auch ein Netzwerk, was ich in der letzten Zeit intensiver nutze, vor allem auch wenn es um den Geschäftsbereich geht. Ein weiteres wichtiges Element meiner persönlichen Lernumgebung sind Blogs, die ich jetzt zunehmend einsetze, auch in meiner Bildungsarbeit. Hier zum Beispiel ein Blog, den ich gemacht habe mit David Rödler, zum Thema Blended Learning, wo ich mal an der FH St. Pölten unterrichtet habe und wo wir dargestellt haben, ja, was ist Blended Learning überhaupt, welche Ressourcen gibt es da? Und zu guter Letzt möchte ich noch auf ein neues Instrument, also für mich neues Instrument hinweisen, nämlich Flipboard. Hier können verschiedene Elemente gesammelt werden und in einer sehr anschaulichen Art und Weise dargestellt werden. Und ich finde es wirklich ein sehr interessantes Instrument. So viel zu meiner persönlichen Lernumgebung, wobei eines der wichtigsten Dinge, die ich da noch sagen mag, ist für mich die reale Vernetzung auch mit Personen, die ich dann auch wirklich, wirklich treffe und mit denen ich dann wirklich auch gemeinsam lerne, mich weiterbilde und Bildungsangebote gemeinsam konzipiere und umsetze.